Ein hervorragender Auftakt für Österreich. Die Sportmeldung des Tages auf michaelsportecke.at. Nach wetterbedingten Verschiebungen konnte nun die Paraski-WM im spanischen Espot starten. Und heute standen die Super-Gs auf dem Programm. Die Männer waren an der Reihe. Und zum Auftakt gab es Gold und Silber für Österreich. Markus Salcher konnte im Stehendbewerb seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und holte sich die Goldmedaille. Bei den sehbehinderten Herren war Johannes Aigner mit seinem Guide Matteo Fleischmann dran und sie fuhren zu Silber. Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen bei dieser hervorragenden Medaille ist, dass nur 2 Hundertstel auf den Sieger fehlten. Einmal Gold und einmal Silber sind